Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Bus Manager. Auf den Sonntag. Ich weiß gar nicht, ist heute Sonntag? Ne, ich glaube nicht. Heute müsste Donnerstag sein. Der 29. Genau. Ja, Sonntag hier in City Bus Manager ist sowieso immer relativ entspannt. Guck mal, morgen ist auch schon alles geplant. Was wollen wir mehr? Alles schon ready. Schöner, ich finde ihn ja immer noch geil. Den gab es gestern ja als Thumbnail. Gestern kam auch die Folge raus. Aktuell kommt ja sowieso alles relativ zeitaktuell außer LS. Maurice und ich, wir haben auch noch was geplant für den 31. oder für den 1. Kommt ganz drauf an, wie schnell ich schaffe, das zu schneiden, wenn wir es aufgenommen haben. Aber wir werden es Freitag aufnehmen. Freitag ist der 30. und wenn es am 31. kommt, kann das ein bisschen knapp werden. Aber da haben wir uns was überlegt, das könnte ganz cool werden. Und da müssen wir mal gucken. Ist nur so. Für tanken. Dadurch, dass ich das schneiden muss. Aber wir müssen es aufnehmen und ich muss mir das auch noch ein bisschen angucken, wo wir das am besten machen. Weil genau hat Marc da noch keine Idee. Ich will jetzt nicht sagen wie immer, aber ab und zu. Ich habe gestern, ich will es noch gar nicht spoilern, nachher passiert es nicht, weil es technisch nicht umsetzbar ist, also das ist immer ein bisschen schwierig. Oder es kommt was dazwischen oder wir haben dann abends dann doch keine Lust mehr darauf. Wir planen was, ob wir es umsetzen, wissen wir noch nicht, aber wir überlegen uns da zumindest was. Eine Kleinigkeit zumindest, weil wir da Bock drauf haben. Genau. Des Weiteren kommt ab Mitte nächster Woche kommt LS, also die Nordfriesische Marsch in einer neuen Version, beziehungsweise nicht im Singleplayer, sondern im Multiplayer. Das habe ich gestern auch vorbereitet. Oh, guck mal, die haben Weihnachtsmützen auf, ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Kommt LS auf dem Server mit Marcel, da werden wir uns dann ein bisschen bespaßen. Ich hatte zwei Mod-Konflikte, die ich schon behoben habe, die sind schon beseitigt. Deswegen da hoffe ich, dass wir da auf jeden Fall auch ein paar Stunden fertig kriegen. Gestern Abend den Server geholt, gestern Abend noch die ganzen Mods aufgespielt und einmal durchgeguckt, welche Mods es nicht gibt oder nicht funktionieren. Da gibt es ja immer so ein paar Kombinationen, die immer ein bisschen schwierig sind. Verbinde mit Münster, also eine Linie gebunden, nur Orte, Mindestwitz und Haltestelle. Bräuchte einen Bahnhof. Ich könnte man einfach vom Bahnhof aus starten, das ist sowieso immer einfach. Dann fahren wir jetzt aber. Ja, wir gucken mal. Starten da. Ludgeri ist wichtig. Jetzt sind wir da. Wir den mal wieder raus. Zentralfriedhof. P und R. Ja, können wir oben eigentlich weiterfahren. Da, da. 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 Nee. Da. Ich einigermaßen richtig, ja, bin ich. Stopp, jetzt habe ich hier schon eine Scheiße gebaut. Denn es macht theoretisch macht es ja auch keinen Sinn. Denn so.
Aber da wird halt auch eine Hin- und eine Rücklinie. Wir brauchen jetzt ja hier nichts mit halb und ganz und so. Das hat ja alles nichts. Machen wir da noch mal Rüschhausmännchen. P und R. Ey, ich hab's mir schon fast gedacht. Dass die noch einen ganzen Arsch an Busse brauchen. Hab's mir gedacht. Fuhrpark, nee. Wenn ich ein C2. Ich habe noch keine Parkplätze. Busstellplatz groß. Oh, wo steht der? Weil der steht da, kein Parkplatz, mir schon fast ein Dach. Da hat er sonst eine. Oh, ne, Alter. Gut, haben wir es auch so. So. Ach, jetzt habe ich die Linie verkehrt beschrieben. Oh. Belassen. 14.35 Uhr. Das ist doch schon wieder Müll. Und einen Busfahrermangel haben wir mal wieder. Ach, ich hasse es. Wir brauchen eine größere Bürofläche. Ich hasse es. Büro, Büro bauen. Bumm. Spinde dürften wir eigentlich noch genug haben, hoffe ich. Jo. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, auf geht's. Wir müssen hier auch ein bisschen vorankommen. So, wir waren bei der Schichtplan von heute. Gerade hat wir vielleicht gleich noch einen Bus kaufen müssen. Vierzehn Uhr fünfzehn. Ich krieg erstaunlich viele Linien verbraucht, muss ich ja sagen. Was kann ich mir denn noch für einen Bus leisten? So viel Geld habe ich ja gar nicht mehr. Line City A28. Ja. Ja, nehmen wir den.
Muss nur gleich die Linie umnennen. Ah, der müsste ja theoretisch so und so fahren können. O bis SO. Fahrtintervall können wir so oder so nichts ändern. Genau, sonst gibt es heute eigentlich. Gibt es nichts Spannendes. Außer dass meine Grafikkarte unterwegs ist, die wird gleich noch ankommen. Ich habe mir jetzt gedacht, komm, wir müssen noch mal ein bisschen aufnehmen. A, geht dann die Zeit schneller rum, bis sie da ist. Und B, ach, heute ist ja auch Montag. Ach ja. A, geht dann die Zeit schneller um. Und B, hast du dann noch eine Pufferfolge für morgen? LLS ist nicht so das Problem. Dann habe ich noch nur Citybus Manager, ist ein bisschen knapp. Da bin ich aktuell full. Vergrößere dein Liniennetz. Ah, habe ich geschafft. Und Touren schaffen wir heute auch noch. Das gibt dann nochmal 5000. Befördern 9300 Fahrgäste. Das sollte jetzt auch nicht das Problem sein, denke ich mal. Müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht wieder auf ein paar mehr Gelenkzüge kommen, weil könnte knapp werden sonst, glaube ich. Das Schöne ist ja bei der Deutschen Post die Live-Verfolgung von Paketen. Das ist schon gar nicht schlecht. Kann ich jetzt genau sehen, wo es ist. Es wird ein bisschen dauern. Ich denke mal halbe Stunde auf jeden Fall, so erfahrungsgemäß technisch. 6:40 Uhr an der Viertländer. Aber so im Großen und Ganzen denke ich mal das. Das können wir starten. Und sonst haben wir aktuell nichts. Wir brauchen noch 10 Touren, dann haben wir das auch geschafft. Und Fahrgäste schaffen wir halt auch easy. 3000 schon und wir haben es nicht mehr. Wir haben es gerade mal 7 Uhr, das ist ja voll easy. Das wird ja voll einfach. Das wird ja voll easy. Zack, Fahrgast-Dings haben wir auch geschafft. Das steht hier, verkaufe 18.000 Fahrkarten, ist auch kein Problem. Postfach. Gut läuft, ja, das war schön. Ich hoffe, dass wir C2 bald mal kriegen. Und C2 ist, würde ich mich ja noch sehen. Bei den ganzen Fuhrpark ummodeln auf C2 ist, da hätte ich auch Bock drauf. O530. Sprinter Citaro, Lion City, 450 LE Business, 530 Mercedes-Benz. Mariendorf, sehr geehrte Damen und Herren, wir wünschen die Änderung am vorherigen Sonntag bis 30:69 mal so länger. Okay, das ist alles gar kein Akt. Das ist alles gar kein Akt. Was wir heute schon mal machen konnten, wir ihn hier einfach mal auf automatisch klicken. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Aber gut, sie haben ja den Fahrtintervall auch geändert, dann ist das ja sowieso meistens kein Akt. Guck mal, warum dann der um 13 Uhr startet, das schnalle ich ja schon wieder nicht. 15:45 Uhr. Oh, hat einen Platten, halt, stopp, da müssen wir mal kurz aus der Dispo raus. Dann machst du Motorwechsel direkt mit, dann läuft der Hase schon. Brauche ich noch Ersatzteile? Brauche ich echt mal wieder ein bisschen.
Zwei davon, zwei davon, drei davon. Kaufen. Dann fährt er wieder los, 3 zu 5. Ah, zeitlich on top. Morgen, 13:50 Uhr. Gefällt mir schon wieder nicht hier. Doch, da natürlich können wir das so machen. Dann haben wir 14:05 Uhr. Das passt ja auch nicht. Schenkt ja. Wir hätten da wahrscheinlich so viel Geld zahlen, dass wir uns ohne Probleme einen neuen Bus kaufen konnten. Nicht. Der passt aber. Und den können wir hierzu tun. Dann haben wir noch 15:05 Uhr. Den daraus, den dahin, den dahin. Problem ist, ich will einen Gelenkbus. Ach, ich will den C2 haben. Da würde ich mir aber, da würde ich noch ein paar Busse mit tauschen, aktuell sogar ganz gerne. C2 ist ja meins. Aber gut, da könnt ihr auch nicht drüber entscheiden. Ich bedanke mich ganz fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, okay. Tschüss.